Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Ja, heute geht es wieder um die Fußballsticker. Heute habe ich keine Stickertüten wieder. Heute habe ich was anderes für euch. Und zwar gibt es ja bei mir die Coca-Cola-Sticker. Wo haben wir sie? Da haben wir die. Und ja, die muss ich auch mal alle bekommen. Und man muss sich dann einfach Cola kaufen. Genau. Kennzeichen 0,5 Liter. Flasche ist halt dann, sind halt die Coca-Cola-Sticker und ich habe jetzt einfach mal zwei Flaschen hier. Das sind zwei Cola-Flaschen und hier ist nochmal gekennzeichnet, die Sticker sind ja drauf. Habe ich mir heute gekauft. So, da sind wir jetzt nach einer kurzen Unterbrechung einfach mal, ja, mein Handy ist umgefallen gerade. Sehr geil, ja, ich nehme das gerade mit meinem Handy auf, weil ich das anders nicht machen kann. Habe leider noch keine Kamera, die das aufnehmen kann. Leider noch, ja. Ich wollte aber schon immer mal eine Kamera kaufen, aber es ist bis heute noch nicht geschafft. Bisschen blöd finde ich halt das schon. Oder ein besseres Stativ zumindest halt. Das hätte man halt auch machen können, aber trotzdem. Heute geht es um die Cola-Flaschen. Wir können das einfach hier so runterziehen hier. Also hier einfach so hinten runterziehen und wir haben dann den Sticker. Seht ihr? Wo sehe ich das, welche Nummer das genau ist? Einfach den runterziehen oder was? So, da haben wir den hier. Wo sieht man das? Achso, hier sieht man das noch. Welcher das ist. Wo muss ich denn hinkleben? Ich guck mal gerade mal. Ja, hier. Ich muss mal gucken, wie man den abzieht. Einfach hier runter. Da steht C8. Ah, okay. So funktioniert das. Seht ihr, ne? Da steht das dann. Ah, okay. Sehr interessant. Ich werde mir jetzt öfter Coca-Cola holen. Erstens, ich trinke das gerne. Und zweitens, ja, für die Sticker mache ich es schon. Das war damals ja in so 6er-Dingens da. Kennt ihr diese großen? Da, wo so 6 drin waren. Die kleinen gibt es ja noch mit 24 drin, ne? Und das kauft, ja, das könnte man sich auch kaufen, ist halt teuer. Also wenn man sich 24 kauft, Flaschen halt, dann wird man schon viele wahrscheinlich haben. Also wahrscheinlich dann alle 12, ne? Ja, vielleicht auch Doppelte und so. Doppelte ist halt ein bisschen blöd. Wenn man halt Doppelte hat, geht das runter. Ja, jetzt aber. Franz Beckenbauer, okay, eine Legende, kennt man noch von damals. Können wir es mal kurz anschauen hier. Franz Beckenbauer, eine Legende. Ein guter deutscher Spieler damals. Ja, kennt man noch. Also ich kenne ihn schon, das kennt man ja. C2 ist das, okay. 1974, war da nicht die WM in Deutschland? War das nicht so? Oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das müsste halt gewesen sein, oder? Weiß ich nicht. So, und jetzt habe ich Coca-Cola-Sticker. Super, Leute. So einfach geht das hier. Also ich hätte es nicht erwartet, dass das so leicht ist. Ich dachte, dass die haben das einfach hier irgendwie anders gemacht. Aber einfach in diesen Coca-Cola, da ist das einfach mal drinne und einfach hier runterziehen und dann hat man das schon. Also ich hätte mir das nie erwartet, Leute, dass es so einfach ist. Ihr seht im Hintergrund hier meinen Bildschirm hier hinten, aber ist eh alles schwarz, weil meine Kamera erstens schlecht ist und das Licht hier gerade extrem schlecht ist. Ne? Man kann das kaum noch so lesen, das flackert auch schon, seht ihr das? Bildrauschen halt. Ja, gut, Leute, ich beende jetzt das Video, Leute. Und ja, sehr schön, dass wir das Ganze jetzt geschafft haben und dass ich jetzt einfach mal weiß, wie das mit den Coca-Cola-Stickern ist. Und ich kann mal kurz schauen, Leute. Eine Kleinigkeit interessiert mich aber noch. Also gibt es alle Coca-Cola-Sticker in den Coca-Cola-Dingens da? Da steht nochmal, diesen Sticker erhältst du Mitte Mai bei McDonald's. Muss ich noch zu Mc's gehen wahrscheinlich. Zwei Sticker hier. Die zwei kann man nur bei McDonald's. Da muss ich halt mal bei McDonald's irgendwie schauen, dass ich den bekomme irgendwie. Ich muss halt irgendwie entweder fragen oder so, ob ich da irgendwas machen kann. Oder ich denke mal, was kaufen halt. Klar, ich habe Gutscheine und sowas. Ist alles kein Problem. Ich bin ein richtiger McDonald's-Typ eigentlich. Genau, hier steht es ja nochmal drauf. Ich wusste das gar nicht, dass es in den kleinen Flaschen... Ja, wenn man sieht ja, wenn man das nicht liest, dann weiß man das auch nicht. Ich habe das gar nicht durchgelesen. Ich habe mal so gedacht, ja geil, ist halt gleich wie beim letzten Mal. Aber nee, so ist es gar nicht mehr.
Okay, Leute, es war ja immer so, in diesen Sechser-Dingens da waren immer diese 1,5 Liter mal 6 Flaschen oder so waren da immer drinne. Und da haben die Leute immer diese Sticker, da waren so Sticker-Päckchen damals. So gleich wie die jetzigen, nur mit Coca-Cola vorne halt, so rot waren die damals. Habe ich damals auch aufgemacht mal. Und die Sache war halt, die ganzen Leute und so haben diese ganzen Sechser-Dingens da aufgemacht und aufgerissen und haben dann einfach diese Sticker rausgenommen. Das haben viele Leute gemacht. Auch ich habe das mal gemacht damals. Hat mich ein bisschen abgefuckt, als ob ich mir für sowas Geld ausgebe, für 1,5 Liter Flaschen, und 6 Flaschen muss man kaufen, um ein paar Sticker zu haben. Ich meine, da kaufe ich mir solche kleinen Flaschen ein paar Mal und dann habe ich das bald voll, ne? Ich meine, das ist am leichtesten. Oder man fragt irgendeinen Freund oder so, der die halt sammelt. Gut, Leute, dann würde ich schon mal sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Yeah.